So, jetzt kommen wir zum Ende von Beyond Two Souls. Wahrscheinlich habe ich nicht mehr so viele Entscheidungen, weil ich viele Leute verloren habe. Seitdem die Betasonne zerstört wurde, bricht meine Erinnerung auseinander. Ich war für zu lange Zeit auf der anderen Seite. Jetzt zerfrisst es meinen Verstand. Löscht alles aus, was noch da ist. Meine Erinnerungen sind ganz durcheinander. Sie lösen sich langsam auf. Verschwinden wie ein Traum nach dem Mein Gefühl für die Zeit verschwimmt. Ich kann nicht mehr sagen, was vorher passiert ist oder danach. Das alles spielt sich in meiner Erinnerung zur selben Zeit ab. Das ist wie in einer Endlosschleife. Sie läuft immer und immer wieder. Ein Chaos aus Eindrücken, ganz ohne Ordnung. Also schreibe ich Tag und Nacht seit Wochen. Versuche, mein ganzes Leben zu Papier zu bringen. Wenn ich alles vergesse, sind diese Blätter hier meine Erinnerung. 3 Monate nach dem Vorfall dauert die Untersuchung weiter an. Man forscht noch immer nach der Ursache für den Unfall mit insgesamt 283 Opfern auf einer Pentagon-Militärbasis. Regierungsvertreter bestätigen, dass alle Behörden hierbei Hand in Hand mit den Ermittlern arbeiten, zur Aufklärung dieser erschütternden Tragödie. Im Moment lässt mich die CIA in Frieden. Ich vermute, sie machen sich gerade mehr Gedanken um einen neuen Kondensator als um mich. Ich weiß, sie werden immer weiter experimentieren. Jetzt, wo sie die andere Seite kennen. Ehrlich gesagt, ist mir völlig egal. Jetzt baue ich mein Leben auf. Mein Leben ohne Aiden. Schon solange ich am Leben bin, wollte ich immer ein Leben ohne ihn. In Freiheit, ohne dass er ständig da ist an meiner Seite. Ich hab, was ich wollte. Und ich war noch nie so unglücklich in meinem Leben. Schon fast als hätte man etwas von mir amputiert. Ich weine andauernd. Ich weiß, das ist dämlich. Shit. Ich vermisse ihn furchtbar. Diese Ohnmacht. Shit. Monate zogen nur an mir vorbei. Dann wachte ich auf. Ich wusste, es war Zeit. Zeit, um neu anzufangen. Mein neues Leben. Und schwierige Entscheidung. Und ja. Schließen wir mal eure Familie. Es war offensichtlich. Tief im Herzen, da habe ich es immer gewusst. Ich brauchte nur die Stille um mich herum. Um zu hören, was ich fühle. Ich sagte Ryan, dass wir keine gemeinsame Zukunft haben. Wir haben zusammen zu viele schwierige Zeiten erlebt. Dinge, die ich vergessen will. Er sagte, er versteht es. Dass er wartet, solange es nötig ist. Ich weiß, ich hatte Gefühle für ihn, aber sie waren nicht stark genug. Sie halfen mir, als ich allein war. Als ich an nichts anderes als Sterben dachte.
Sie teilten das Wenige, das sie hatten, ohne mich zu kennen oder zu urteilen. In meinem Herzen wusste ich, dass mein Platz dort ist. Bei ihnen. Walter, komm her, los! Komm her! Stan hat hier und da kleinere Jobs. Oh mein Gott! Tuesday arbeitet in einer Bar und Walter kümmert sich um die kleine Zoe. Sie sind keine Millionäre, aber sie packen es. Sie wissen nicht, was mir passiert ist. Und sie fragen nicht. Sie lieben mich so, wie ich bin. Einfach eine verrückte Kleine, die mit Geistern spricht. Zoe nahm mich an, als würden wir uns schon immer kennen. Da ist etwas in ihren traurigen Augen und sie erinnern mich an das kleine Mädchen, das ich mal war. Ich wusste, dass sie anders ist von dem Moment an, als ich sie sah. Wir haben nicht darüber gesprochen, aber wir beide wissen, dass wir etwas gemeinsam haben. Ich sehe Dinge in der Nacht. Furchteinflößende Dinge. Ich sag mir dann, das sind nur Albträume, aber ich weiß, das ist gelogen. Nur eine kann die Welt retten, ein kleines Mädchen. Ich muss sie vorbereiten. Ich weiß, ich habe nicht viel Zeit. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, kann sie nie wieder geschlossen werden. Nein. Es ist kein Albtraum. Es ist das, was bald kommen wird. Next time, I'll kill everyone. God, I was so afraid I lost you. There's no telling what we'll find out here. How much time do we have after we've activated the self-destruct? We're not coming back. Saturday night, and I'm locked up in here! You can't do it, babe. She's more than amazing. She's magnificent. Okay, man.